Cupertino: Apple will einen Fehler in seinem aktuellen Betriebssystem für Mac-Computer ausbessern, durch den der Passwortschutz ausgehebelt werden kann. Ein Computerexperte wies den Konzern am Dienstag per Twitter darauf hin, dass sich jeder mit einem sogenannten Root-Account für Änderungen am System in die Computer einloggen könne. Dazu reiche es an Rechnern mit dem macOS-System High Sierra aus, den Benutzernamen Root zu wählen, kein Passwort einzugeben und mehrfach den Login-Knopf zu drücken. Der Apple Support, benötigt a Stern Huge, Stern Sikupfer Iti, Isu AT Mac OS High Sierra. An Uni can Login as Root with empty password after clicking on Login button the first times. Are you a OFIT at Apple? Let me or Han ergin, at Lim Johan, November 28, 2017. Wir arbeiten an einem Software-Update, um das Problem anzugehen, erklärte Apple dazu in einer Stellungnahme. In der Zwischenzeit empfahl der Konzern den Nutzern, ein Passwort für den Root-Account zu setzen. Über den Zugriff kann man Systemeinstellungen verändern, so könnte über ihn zum Beispiel eine schützende Firewall deaktiviert werden. Apple wirbt mit Datenschutz und Sicherheit. Ein Fehler dieser Art ist ein blaues Auge für Apple, denn der Konzern wirbt mit einem besonderen Augenmerk auf Datenschutz und Sicherheit auf seinen Geräten. Zunächst blieb unklar, wie es zu der Sicherheitslücke kommen konnte. Von Deutsche Presseagentur, RND.